Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Space Astronomie. Also die Quarry macht jetzt immer noch hier weiter. Mittlerweile haben wir ziemlich viel Quadritstone und Diorit. Limestone kommt auch immer mehr dazu, weil ich es beim Filter rausgenommen habe, das weggeworfen wird. Der Rest wird ja schon hier reinsortiert, von dem wir viel bekommen. Also brauchen wir jetzt halt nochmal ein paar Deep Storage Units. Und damit wir die bauen können, brauchen wir Enderperlen. Und deshalb baue ich jetzt in dieser Folge eine Enderman-Farm, damit wir schnell an die Enderperlen mal rankommen, weil das doch ziemlich aufwendig immer ist. Zeitaufwendig, bis man die alle hat. Weil hier, sind wieder keine, immer noch nicht fertig. Ja, also dauert es noch eine Zeit lang. Dann schauen wir doch mal. Da müsste ich jetzt hier runter. Da unten sollte ein Enderman sein, laut der Minimap. Schauen wir doch einfach mal, ob wir ihn finden. Boah. Also mit dem Spinnenklettern da runter zu gehen, ist echt nervig. Na. Weil jedes Mal, wenn ich an den Block da oben dran komme, dann will er wieder hochklettern. Ah, der wäre in die andere Richtung. Okay. Haben wir da irgendwie? Nö, da können wir nicht so leicht hin. Schade. Dann gehen wir wieder raus, warten halt, bis es Nacht wird. Und in der Zwischenzeit bauen wir schon mal die Mobfarm. In der, da müssen wir eh noch eine Maschine bauen und die können wir ja herstellen in der Zwischenzeit. Okay. Machen wir das mal kurz. Schmeißen wir das schon mal weg. Dazu brauchen wir den Spawner. Das ist der hier, Autospawner von Mine Factory Loaded. Oder nehmen wir den Powered Spawner von Ender.io. Ich glaube, dass der Powered Spawner ist besser, weil der braucht bloß Energie und beim anderen brauchen wir auch noch Mob-Essenz. Bloß da müssen wir, glaube ich, in Ender müssen wir so eine Seele reinmachen. Das ist auch wieder blöd. Hier können wir es einfach mit einem Ding machen. Mit einem, wie heißt es, mit einem Safari-Net. Einen Factory-Block habe ich noch, passt. Schauen wir mal. Naja, fast. Was brauchen wir? Zucker, Magma-Cream und Netherwarzen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und hier brauchen wir auch nochmal welche. Dann haben wir jetzt das auch schon einmal. Fehlen wirklich bloß noch die in der Mitte. Da brauchen wir einen Slimeball. Ein Place. Okay, haben wir nicht. Deshalb geht das jetzt nicht. Zucker kriegen wir ganz einfach von unserem Zuckerrohr. Dann haben wir das auch schon einmal. Pflanzen wir den wieder, weil ich brauche bloß den einen momentan. Dann holen wir uns doch mal schnell unser Schwert, das ist hier, passt. Dann schauen wir in die Hölle kurz, farmen Blaze Rods und schauen, dass wir dann Netherwarze finden irgendwo. Machen wir das mal ganz kurz. Sollte ja hoffentlich nicht allzu lange dauern. Na, komm schon, jetzt sind wir drin. Dann suchen wir doch mal. Hier haben wir die schon. Ah, mich nerven die Ghasts. Ich glaube, da gehe ich gleich da lang. Ja, da hinten kommt ja irgendwo auch einer, aber der ist unterirdisch. Dann nerven die Ghasts nicht mehr so. Und dann können wir auch gleich schauen wegen den Netherwarzen. Hier ist der zweite Place-Spawner. Ja, da wollte ich jetzt so. Schauen wir doch mal, wann die kommen. Passt. Da hätten wir schon mal unseren ersten Blaze Rod. Nehmen wir den zweiten. Schauen wir doch mal, wie viel wir kriegen. Zwei Stück, passt. Auf jeden Fall. Dann suchen wir jetzt halt noch nach einem der Räume mit den Netherwarzen. Hier geht's weiter. Gut.
Hier scheint schon mal nichts zu sein. Da hinten kommt auch nichts mehr. Die Richtung ist auch zu. Und hier, ja, hier geht's weiter. Da hätten wir schon mal einen Solarraum. Dann sollte doch dieser komische Treppenraum nicht allzu weit sein. Da haben wir ihn doch. Nehmen wir doch auch gleich mal mit. Nehmen wir alle mal mit. Müssen mal bloß dran denken, dass wir. Also ich pflanze die hier wieder, dann können es wachsen. Könnten wachsen, wenn hier alles geladen wäre. Und wir haben trotzdem noch genügend, 25 Stück. Wo muss ich lang? Da hoch. Da vorbei, hinten bei dem Glowstone wieder runter. Da glaube ich noch einmal runter. Ja, und jetzt hat da nach vorne einfach durch. Und dann sind wir schon halb beim Portal. Ich schaue aber noch mal ganz kurz hier hoch, weil da müsste doch irgendwo Magma-Slime sein. Da. Und kriegen wir einen? Nein, leider nicht. Da hier rüben ist auch noch mal ein Place. Haben wir wieder nichts bekommen. Aber das hier nehme ich doch gleich mal alles mit. Haben wir noch einen Magma-Slime in der Nähe? Sieht nicht so aus. Mist. Jetzt bin ich nicht weit genug gesprungen. Beziehungsweise viel zu früh abgesprungen. Da hat der Ghast meine Brücke kaputt gemacht. Und wir sind da. Und jedes Mal, wenn ich in das Netherportal renne, ducke ich mich, weil ich machen will wie beim Farmweltportal. Weil da kann man ja durchgehen, indem man sich duckt. Das will ich jetzt halt jedes Mal beim Netherportal auch machen. Das ist echt der Hammer. Dann schlafen wir mal kurz eine Runde. Okay, haben wir das? Legen das wieder weg. Das brauchen wir ja momentan nicht. Stellen mal ein Place Powder her. So, wir kriegen ja zwei raus. Magma Cream. Das weg, das weg. Eigentlich alles weg. Dann haben wir jetzt unseren Autospawner. Jetzt habe ich die Nacht übersprungen, bin ich dämlich. Die hätte ich ja gleich hernehmen können, damit wir den Enderman fangen. Gut, schauen wir mal. Was in die Richtung war er, oder? Jetzt bin ich falsch gelaufen. Natürlich ist er jetzt weg. Nein. Er wird mir noch angezeigt. Oh, der ist wieder unterirdisch. Schade. Schauen wir mal hier, was da alles kommt. Da ist unser Eisengolem. Hier, stehst wieder am Land. Der wird wahrscheinlich eh wieder irgendwo reinlaufen und dann ist er wieder weg. Ja gut. Dann warte ich mal kurz, bis wieder Nacht ist und dann sehen wir uns wieder. Okay, jetzt bis es endlich Nacht wird, können wir eigentlich schon mal hergehen und uns den Farmraum bauen. Dazu nehmen wir mal Cobblestone mit. Unsere Pickaxe. Also nicht die hier. Die brauchen wir ja noch zum Verzaubern, wenn es geht. Da suchen wir uns jetzt schnell die andere hier draußen. Mist. Sollte der auch irgendwo da sein? Hier. Nehmen wir den wieder mit. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wenn wir das in der Farmwelt machen, ob wir dann überhaupt Monster spawnen können. Aber ich glaube schon, weil den River habe ich ja auch schon mal hier gespawnt und Skelette glaube ich auch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Bin mir jetzt sicher, ich glaube 5 in jede Richtung, also 6. Dann ist hier die Mitte, 1, 2, 3, 4, 5 und hier muss die Mauer hin. Machen wir das mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt der Spawner oben drauf.
So groß muss der Raum werden, weil sonst können die, glaube ich, außerhalb spawnen und das wollen wir ja nicht. Ah, die sind eins zu weit. Dann hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach oben. Na, da ist wieder was verbaut. Da alles zumachen. Machen wir den mal weg. Dann 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Da oben rüber dann, wenn ich treffe. So hoch muss das Ganze jetzt halt werden. Okay, da wäre jetzt ein Pilders Wand oder so nicht schlecht. Oder Fliegen allein schon. Dass wir das ganz schnell machen können. Und dann muss ich ja die zweite Hälfte auch noch bauen. Wobei bei einem Dingspawner ist das eigentlich egal, ob ein Dach jetzt drauf ist oder nicht. Die könnten sich eh raus teleportieren. Aber ja, also ist das eigentlich egal. Und mit einem Spawner, die lasse ich ja eh spawnen und die können ja nicht sterben durch Licht. Somit kann mir das eigentlich egal sein, ob ich ein Dach mache. Das muss halt bloß hoch genug sein, dass sie nicht drüber kommen. 2, 3. 4, 5, 6 und hoch. Mache jetzt einfach bloß 3 hoch, das reicht ja. Können ja nicht klettern. Und wenn es raus wollen, kommen sowieso raus. Mit dem Teleportieren. Perfect Size, was ist das? Ha. Wenn man ein Haus mit einem Grundmaß 9x9 baut. Und das Ganze aus Cobblestone, dann kriegt man das freigeschalten. Cool. Zählt das hier jetzt schon als Haus? Gut, machen wir jetzt da noch die letzte Stelle zu. Ja, klasse, nochmal verbaut. Das weg. Drei hoch. Möchte ich ja das Ganze machen. Hier noch zu. Okay, das ist schon mal der Grundriss. Jetzt gehen wir hier mal in die Höhe bei dem Ganzen. Gut, jetzt brauchen wir noch. Das Problem ist, wir brauchen auch noch Mob-Essenz. Dazu brauchen wir ein Schlachthaus. Ja. Das kann ich ja mit einer Pigfarm bauen. Oder Kuhfarm oder Chickenfarm. Das geht ja einigermaßen schnell. Dann brauchen wir noch Kabel. Also holen wir uns jetzt mal ein paar Kabel. Habe ich noch Vibrant Alloy? Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. Aber bloß zwei Stück, Mist. Und doch Enderperlen habe ich ja noch etliche. Cool. Habe ich ganz vergessen. Ich habe schon die ganze Zeit nebenher gefarmt. Habe ich ganz vergessen jetzt. Aber machen wir uns jetzt trotzdem erstmal hier das Kabel. Was habe ich eingestellt? Furnace only. Alloys. Gut, und als nächstes kommt dann das mit rein. Dann gehen wir hier doch schon mal her und machen noch, was haben wir alles? Gravel, Dioid, Quadrit und Limestone. Wir brauchen 4 Stück. 6 Steine und 3 Placeholz fehlen. Klasse. Thank you.
6 Steinen geht ja einigermaßen schnell. Die 3 Blaze Rods, die farm ich dann schnell mal. Okay, damit sind wir jetzt aus der Hölle zurück. Ich habe die 3 Blaze Rods geholt. In der Zwischenzeit sollte jetzt halt auch jeder Stein fertig sein. Die brauchen wir. Das hier kommt da oben schon mal mit rein. Dann legen wir den Stein mal mit hier rein. Die Blaze Rods stellen uns hier... komm schon, jetzt hat 4 Deep Storage Units her. Das geht ja jetzt hat. Die werden jetzt, das sieht man leider nicht mehr, da oben der Reihe noch hergestellt. Die erste ist fertig, jetzt die zweite, dritte und vierte. Dann brauchen wir noch nicht Import Bus, sondern habe ich die gar nicht hergestellt, das Crafting Rezept. Das ist nicht schön, weil ich bräuchte noch Storage Bus. Mist, die habe ich nicht hergestellt. Ist aber auch jetzt erstmal kurz egal, weil jetzt gehen wir auf Enderman-Fahrsuche. Dazu schalte ich auch die Minimap mal etwas größer, damit ich mehr sehe. Und schauen wir doch mal, ob ich irgendwo welche finde. Das letzte Mal war es ganz gut in der Wüste drin. Da habe ich immer welche gesehen. Also man sieht sie auch leichter, weil man einfach weiter sehen kann, ohne das, was im Weg ist. Und haben wir irgendwas in dem Bereich? Nein. Schauen wir mal hier lang. Whoops. Direkt neben einem Creeper gelandet. Auch nicht so praktisch. Da ist einer. Da sollen mehrere sein angeblich. Die sind wahrscheinlich wieder alle unterirdisch. Bis auf der eine, der da hinten steht. Und den hole ich mir jetzt. Wenn der Depp sie nicht voll umbringt. Und damit habe ich jetzt einen Enderman gefangen. Oder? Ja. Okay. Dann rennen wir kurz zurück, liegen uns schlafen. Und dann können wir auch weitermachen, weil ich habe mir überlegt, wie wir am sinnvollsten die ganze XP Essenz farmen können. Und das geht am einfachsten, indem wir uns einfach einen Blaze-Spawner holen. Weil wir brauchen sowieso die ganze Zeit Blazes. Wieso nehmen wir also nicht gleich einen Blaze-Spawner her? Und dafür brauchen wir jetzt halt einfach bloß eine Dolly. Gibt's die nicht? Das ist jetzt halt nicht schön. Es gibt keine Dolly. Was soll denn der Scheiß? Okay. Dann fällt das schon mal weg. Gut, wie machen wir das dann? Weil... wie kommen wir dann an genügend Mob-Essenz, um das Ganze zu betreiben? Nein, ich bleibt eigentlich bloß noch der hier, der Spawner hier. Können wir den, wie viel können wir davon herstellen? Ich glaube nicht allzu viel, oder? Gar nichts. Ich habe doch Enderman-Köpfe, hatte ich doch mal einen. Maschinenframe, können wir den herstellen? Fast. Den habe ich doch eh im Crafting drin, jetzt hat. Einen Start. Dann haben wir schon mal das. Electrical Steel ist Silicon, Coal Powder und Eisen. Da brauche ich 4 Stück. Das ist Aluminium. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir doch das schon einmal.
Das ist jetzt halt echt nervig, dann kann ich den anderen Spawner eigentlich nicht richtig hernehmen. Machen wir das hier noch klein. Da muss man echt überlegen, wie ich am besten am Mob-Essenz rankomme. Das hier passt. Die werden jetzt auch durchgemacht. Dann brauchen wir Viper und Crystals. Da brauchen wir Viper und Alloy. Da gehen jetzt leider die hier drauf. Damit ich die herstellen kann. 1, 2. Kann auch schon mal rein. Muss ich halt für die Energien wieder was herstellen. Dann brauchen wir... Wo ist mein Enderman-Kopf? Und einen Zombie-Kopf brauche ich auch noch. Hier haben wir Skelett. Dann können wir auch hernehmen. Jetzt brauche ich noch einen Zombie-Kopf. Weil da braucht man ja unbedingt einen Zombie-Kopf dafür. Und den Slice and Spice brauche ich auch noch. Klasse. Creeper, Skelett, Pick... Habe ich echt noch keinen Zombie-Kopf gekriegt. Mist. Wahrscheinlich habe ich ihn schon mal gekriegt, aber dann weggeworfen. Weil ich gedacht habe, den brauche ich ja eh nicht. Dann haben wir da schon mal drei. Fehlt noch eines. Die drei rein, das hier rein. Passt. Das können wir jetzt alles machen. Dann brauchen wir vorher noch einen Slice and Spice. Ender IO. Das müsste. Wo haben wir ihn? Killer Joe. Das ist er nicht. Den hier. Da wollen wir auch nochmal einen brauchen. Also stellen wir gleich noch einen hier. Shears. Axt. Fast. Dann sind wir das Holz los, haben wir wieder einen Platz mehr übrig. Das hier. Oben den Kopf haben wir ja. Dann brauche ich später nochmal einen. Also ich brauche mindestens einen Zombie-Kopf und einen anderen. Soul, da brauchen wir Soul Sand und Gold. Da brauchen wir insgesamt 2, 5, 7 Stück. Soul Sand. Habe ich hier nicht drin. Die müsste ich, glaube ich, noch hier haben, oder? Ich hoffe es doch jetzt. Hier. 6, 7. Da hätte ich noch Magma-Cream drin gehabt, habe ich gerade gesehen. Hier, 3 Stück. Das dauert jetzt auch wieder. Aber dann hätte ich schon mal das alles zusammen. Dann brauchen wir so einen Z-Logic, da brauchen wir, ja, die habe ich ja. Nochmal die Shears und die Axt, Silicon haben wir, Redstone, mir fehlt bloß der Kopf. Okay. Wieso, also mir fehlen 2 Köpfe. Okay, die werde ich dann mal ganz kurz farmen. Okay, damit habe ich jetzt meinen Zombie-Kopf auch, sogar 3 Stück. Das ging recht schnell eigentlich. Zumindest um einiges schneller als ich erwartet habe. Dann legen wir doch das alles schon mal hier rein. Machen jetzt als erstes mal den Slice and Spice fertig. Platzieren den irgendwo, wo er Strom bekommt. Dann brauchen wir jetzt einen Zombie-Kopf. 2-mal Solarium. 2 Silicon, 1 Redstone, das droppen wir einfach alles hier rein, das geht ja. Dann brauchen wir, sind das ganz normale? Shears ein, ja, passt. Hätte ja sein können, dass mir da irgendwie, keine Ahnung, ich glaube irgendwann war es mal Invar, dass man Invar-Werkzeug hernehmen musste. Da geht das hier aber jetzt recht schnell. Okay, dann haben wir das schon einmal. Der macht jetzt halt auch schnell fertig. Funktioniert ja.
passt. Den auch mit rein. Dann schauen wir mal. Powered Spawner, geht der jetzt? Passt. Dann haben wir den jetzt auch. Dann müssen wir den ganzen jetzt halt noch. Ich muss jetzt selber mal kurz schauen. Wie macht man nochmal darauf was? Wie ging das jetzt halt nochmal, dass man sagt, man hat Enderman drin? Das ist immer die Frage. Da muss ich glaube das Teil kombinieren mit einem Spawner, oder? Bloß es gibt ja keinen Enderman-Spawner. Da bräuchte ich ein Spawn-Ei, aber Enderman-Spawn-Ei habe ich ja nicht. Ich habe ja alle anderen, bloß nicht das. Aber ich könnte so eins hernehmen, zum Beispiel Creeper, dann kriege ich Gunpowder. Skeletten, da kriege ich Pfeile und Knochen. Ist jetzt die Frage, was brauche ich eher? Beziehungsweise, das sind ja keine Spawn-Eier, das sind ja bloß Safari-Netze. Die gehen auch nicht. Aber ich habe ja die Dings-Spawner, die Blaze-Spawner. Da baue ich jetzt schnell da einen ab und dann können wir den kombinieren. Okay, damit habe ich jetzt halt auch meinen Broken Place Spawner. Das Zeug kann ich ja jetzt halt hier im Anvil kombinieren und bekomme einen Place Spawner raus. Brauche aber noch 3, 8 Level. Na klasse. Wie bekomme ich jetzt halt am schnellsten die 8 Level? Eigentlich wieder, indem ich zurückgehe und Blazes bekämpf. Toll. Okay, jetzt habe ich endlich Stufe 30 erreicht. Das hat ja nur keine Ahnung, wie lange gedauert. Das war jetzt richtig nervig zu machen. Aber dafür können wir jetzt endlich den Powered Spawner hier herstellen. Dann bin ich schon mal hergegangen und habe etwas Energetic Alloy hergestellt. Das muss ich jetzt noch mit dem hier wieder kombinieren. Doch, ich glaube, ich hätte ein Ding, einen Creeper gehört. Das wäre ziemlich blöd gewesen jetzt neben dem Haus. Habe ich wahrscheinlich bloß eingebildet. Ich hoffe es zumindest. Okay, jetzt wird noch das Y-Point Alloy hergestellt. Dann können wir es mit dem Conduit Binder verbinden und bekommen daraus dann die Kabel, die wir benötigen. In der Zwischenzeit gehe ich jetzt mal kurz her und räume mein Inventar auf. Das brauchen wir hier drin, das kommt mit rein, das hier. Und ziemlich viel von dem anderen Schmorn können wir wegschmeißen. Das brauchen wir vielleicht noch. Den Rest mache ich jetzt einfach hier in irgendeine dieser Kisten mit. Da nicht, die ist voll. Die sieht auch ziemlich voll aus. Da haben wir noch Platz. Und hier. Okay, gut. Machen wir noch schnell die Kabel und dann war's das eh. Weil die Folge dauert jetzt schon fast 50 Minuten bei mir. Machen wir noch schnell die Kabel. Wo haben wir den Conduit Binder? Da. Damit hätten wir jetzt auch schon mal 8 Kabel. Gut. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.